meine sehr geehrten Damen und Herren, was machen wir nur mit unseren Ländern? Manfred Schmidt hat hier letzte Woche über die Demokratie gesprochen und den Bund gemeint. Lars Feld hat am vergangenen Donnerstag sogar Deutschland als Scheinföderalismus bezeichnet. Und beide haben ihre deskriptiven Diagnosen sehr schlüssig begründet. Meine Aufgabe ist es heute, eine normative Perspektive nachzutragen und die Zukunftsperspektive zu weisen. Ich werde zunächst das Grundgesetz befragen, sodann die drei großen Stränge zur Rechtfertigung des Föderalismus skizzieren. Und dann folgt die Konfrontation mit der Verfassungswirklichkeit von heute. Aus ihr ergibt sich ein auch normativ pathologischer Befund, dem schließlich der Versuch einer Antwort folgt, welche Schritte würden helfen, aus Deutschland wieder einen Bundesstaat zu machen. Zunächst zum Grundgesetz. Das Grundgesetz verlangt und garantiert einen föderalen Staatsaufbau. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staatenbund, aber doch ein Bundesstaat. Nach der sogenannten Ewigkeitsklausel ist sie unaufgehbar in Länder gegliedert. Den Ländern kommt keine Souveränität, keine Kompetenz zu. Auch die verfassungsgebende Gewalt liegt für die Bundesebene jedenfalls beim deutschen Volk, das aber in der 1990 erneuerten Formulierung immerhin aus den Deutschen in den Ländern besteht. Die Länder haben Staatsqualität. Sie genießen für ihren Bereich Verfassungsautonomie. Wenngleich die Länderverfassungen nach Artikel 28 Absatz 1 des Grundgesetzes bestimmte Homogenitätsanforderungen erfüllen müssen. Ebenso wie der Bund müssen sie gewaltenteilig verfasst sein. Alle drei Gewalten, Legislative, Exekutive, Judikative, müssen auch im Verhältnis zum Bund mit hinreichendem Selbststand ausgestattet sein. Zugleich wirken die Länder an der Willensbildung auf Bundesebene, insbesondere über den Bundesrat, an der Bundesgesetzgebung und auch an der Wahl der Bundesrichter mit. Dieser Föderalismus hat zunächst eine historische Rechtfertigung. Und was jetzt folgt, ist keine umfassende Föderalismustheorie, das ist ein ganz eigener Forschungszweig, für den es auch in Heidelberg sehr viel berufenere Vertreter gibt als mich. Aber ich will doch zunächst historisch sagen, dass über Jahrhunderte das Alte Reich und ebenso auch noch das lange 19. Jahrhundert in kleinräumige Herrschaften zerteilt war. Deutschland, die verspätete Nation, ist dann aber vor 100 Jahren schlagartig zu einem unitarischen Staat geworden. Aus ihm wurde 1933 der Einheitsstaat, der in der Geschichte des 20. Jahrhunderts schreckliche Spuren hinterlassen hat, und im Osten blieb es auch über 1945 hinaus bei einem totalitären Einheitsstaat. Das Grundgesetz lässt nun das Pendel zurückschwingen. Die Auseinandersetzungen, die innerhalb des Parlamentarischen Rats, aber auch zwischen ihm und den Alliierten über die föderale Frage geführt wurden, waren fruchtbar. Bis heute bezieht Deutschland Kraft aus seiner Dezentralität, auch im Vergleich zu großen Nachbarstaaten. Das gilt ökonomisch, starker Mittelstand, viele Zentren. Es gilt kulturell, konfessionell und eben auch rechtlich. Die Auffächerung der staatlichen Ebenen im Grundgesetz spiegelt deshalb nicht nur den Willen der Westalliierten. Nach den schlechten Erfahrungen mit einem preußisch dominierten Unitarismus markierte das Bonner Grundgesetz, insbesondere für die süddeutschen Vertreter im Parlamentarischen Rat, in einem weiteren Sinne aber auch für die Fraktionen von CDU, CSU und für das alte Zentrum, die gewollte Rückkehr zur historischen Normalität. Nun sind historische Argumente nicht zwingend normativ. Seine kausale Rechtfertigung bezieht das Bundesstaatsprinzip, diese Gliederung des Bundes in Länder und deren substanzielle Eigenstaatlichkeit, aber aus der politischen Freiheit des Einzelnen. Die Menschenwürde, weitere Grundrechte und auch die Wahlrechtsgarantien lassen sich zu einem Grundrecht auf Demokratie verdichten.
Dieses Grundrecht auf demokratische Partizipation steht im Kontext der anderen sozialen Grundrechte, Ehe, Familie, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Es steht auch in der Tradition der Garantie einer kommunalen Selbstverwaltung. In dieser Zusammenschau wird daraus zwar vielleicht noch kein Grundrecht auf Föderalismus, aber immerhin eine subjektiv-rechtlich unterlegte Garantie zugunsten dezentraler Lösungen individueller und sozialer Fragen. Denn wenn die Grundrechte darauf drängen, dass der Einzelne möglichst weitgehend selbst und möglichst wenig fremdbestimmt wird, geben sie auch der kleinen Gruppe den Vorrang vor der großen. Voice und Exit des Einzelnen, diese beiden Grundformen individueller Reaktionen auf externe Vorgaben, sind im kleinen Verband wirkmächtiger als auf der nationalen Ebene. Deswegen ist die Hinaufgabe von Kompetenzen auf die höhere Ebene rechtfertigungsbedürftig, Erforderlichkeit. Die Grundrechte drängen auf einen Staatsaufbau von unten nach oben, also auf eine Kompetenzordnung im Geist der Subsidiarität. Drittens, Föderalismus ist aber auch klug. Dem grundrechtlichen Partizipationsargument tritt nämlich ein zweites, jetzt eher final programmiertes, aber ebenfalls nicht gering zu schätzendes Argument zur Seite. Die Identifikation des Einzelnen mit der kleinen Gemeinschaft ermöglicht zugleich deren Abgrenzung nach außen. Landsmannschaftliche und regionale Eigenheiten bieten Heimat und Geborgenheit, auch weil sie Abgrenzung ermöglichen. Wer diese Abgrenzung erst an der Bundesgrenze sucht und sie erst dort einübt, verursacht verstörende Missverständnisse. Die Folge kann auch Nationalismus sein. Heimat ist das Gegenmodell. Der Föderalismus bietet dem Einzelnen Punkte für eine kulturelle Identifikation innerhalb des Gesamtstaats, zielt also auf eine Art Einübung versöhnter Verschiedenheit. Und hier endet die finale Rechtfertigung noch nicht. Kurze Wege sparen auch Ressourcen, auch das spricht für den Föderalismus. Bei der Lösung politischer Probleme sind ortsnahe Konzepte oft von mehr Sachkenntnis geprägt als ein Ratschlag aus Berlin. Landesrechtliche Regelungen können den besonderen Gegebenheiten eines Landes Rechnung tragen, bundesrechtliche Regelungen können das nicht. Landesrechtliche Regelungen sind vielfältig. Sie konkurrieren miteinander. Der Wettbewerb der Länder untereinander, aber auch mit starken Regionen jenseits der Bundesgrenzen, verlangt Flexibilität und Wendigkeit, die dem Bund in seiner schieren Größe und mit den vielen Vetospielern oft fehlt. Dabei ist der Wettbewerb ein Entdeckungsverfahren, Hayek. Wenn ein Land eine Innovation ad experimentum einführt, kann es scheitern. Dann kann es auf die Hilfe der anderen Länder angewiesen sein, die klugerweise einen anderen Weg gegangen sind und alle gemeinsam sind um eine Erfahrung reicher. Dass die gegliederte Fläche Raum für die Ungleichzeitigkeit von Entwicklungen bietet, ist also zugleich eine gewisse Versicherung gegen Krisen, Fußnote und das zentrale Argument dafür, dass auf europäischen Arbeitslosenversicherung fordern. Abfederung exogener Schocks, die einzelne Gebiete betreffen, stabilisiert die Gesamtheit, wenn man dezentrale Lösungen hat. Das Experiment in einem Land kann aber auch gelingen. Und dann wird die Innovation, mit der ein Land vorausprescht, sogar zum Vorbild für die anderen Länder. Damit wird der Föderalismus insgesamt zum Labor von Ideen, die der Nationalstaat nicht bieten kann. Diese und weitere final programmierte Argumente sprechen also ebenfalls für den Föderalismus und soweit auch zu seiner Rechtfertigung. Die dritte These lautet, in den 70 Jahren seit Bestehen des Grundgesetzes hat die Bundesstaatsidee einen dramatischen Niedergang genommen. Landesparlamente haben kaum noch Entscheidungsspielräume. Das beginnt bereits beim Geld. Ihnen fehlt nämlich mit einer winzigen Ausnahme jede Kompetenz, Einfluss auf ihre eigenen Einnahmen zu nehmen. Schon das stellt meines Erachtens die Staatsqualität der Länder zumindest in Frage. Jede Gemeinde kann heute stärker über ihre Einnahmen disponieren als ein Bundesland
Und das kann eigentlich nicht sein, wenn die Länder Staatsqualität haben, die Gemeinden nicht. Ausgabenseitig liegen die Länder ebenfalls zu erheblichen Teilen an der Kette des Bundes. Das liegt zu einem Teil im Wesen des Vollzugsföderalismus, Aufteilung der Verwaltungskompetenzen und an der vielleicht problematischen Aufgaben-Ausgaben-Konnexität in der Finanzverfassung. Vor allem aber, und das ist entscheidend, finden immer mehr Sachbereiche den Weg aus der Landes- in die Bundespolitik. Obwohl selber finanziell überhaupt nicht auf Rosen gebettet, führt der Bund die Länder immer stärker am goldenen Zügel. Letzte Beispiele sind das Gute-Kita-Gesetz, der Digitalpakt und aus unserem Bereich die Exzellenzstrategie, die Anfang Juni 2019 in der Ministerpräsidentenkonferenz zu beschließenden Bund-Länder-Vereinbarungen, Innovation in der Hochschullehre oder Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken. Das klingt gut, die Zügel sind golden, aber es sind Zügel. Die Landtage bekommen nämlich das angestrichene Geld des Bundes, müssen dafür aber ihren ureigensten Gestaltungsauftrag abgeben. Wenn der Eindruck nicht täuscht, korrespondiert mit der zunehmenden Bedeutungslosigkeit der Landtage auch ein Niedergang des politischen Personals. Während die Landesregierungen weiterhin große Verantwortung tragen, im Land wie im Bund, engen sich die Gestaltungsräume der Landtage immer weiter ein und das ist auch nicht zu ihrem personellen Vorteil. Auch die Föderalismusreformen der Jahre 1994, 2006, 2009 erscheinen nur als episodische Gegenbewegungen in einem Megatrend hin zu immer stärkerem Bundeseinfluss und dem Niedergang der Länder. Vordergründig müsste man die Verantwortung hierfür natürlich den Bundesorganen, Bundestag, Bundesrat, zuweisen. In einer Realanalyse, die uns Juristen freilich nie leicht und auch immer etwas unprofessionell über die Lippen kommt, liegt der Grund für die Zentralisierung aber möglicherweise gar nicht so sehr in der Anziehungskraft des Zentrums, also beim Bund, sondern eher in den Ländern selbst. Die These von der schuldhaften Selbstentmachtung der Länder setzt in deren innerer Verfassung an. Sie gründet meines Erachtens auf zwei Entwicklungen. Erstens einer zunehmenden Komplexität rechtlicher Regelungen, die eine Spezialisierung auch der Ministerien erfordert. Und diese Spezialisierung ist in Berlin und Brüssel, aber vielleicht nicht in Bremen, Saarbrücken oder Schwerin zu leisten. Die Spezialisierung überfordert die Generalisten in den Landesministerien, treibt sie vielleicht in eine gewisse Lethargie. Dadurch wird die Zentralisierung zu einem sich selbst tragenden Effekt. Mutatis mutandis gilt wahrscheinlich das Gleiche für die Landtage. Wer als Abgeordneter die anspruchsvolle inhaltliche Arbeit sucht, hält es im Landtag nicht lange aus und wechselt in den Deutschen Bundestag. Dort herrschen nicht nur wegen dessen schierer Größe völlig andere Ernsthaftigkeit und ein völlig anderes Arbeitsklima. Zweitens scheint mir die Selbstentmachtung der Länder aber auch einen institutionellen, das heißt letztlich landesverfassungsrechtlichen Hintergrund zu haben, der das Verhältnis der Landtage zu den Landesregierungen betrifft. Die Landesregierungen können im Landtag nur für Umverteilungen werben, im Bundesrat dagegen auf Zuwächse für das Land. Im Landtag sind sie Kontrollierte. Sie müssen um Zustimmung werben. Im Bundesrat agieren sie als Kontrolleure und werden gebraucht. Im Landtag sind sie einsam, im Bundesrat Teil eines Kollegiums gleichgerichteter Interessen. Also der pathologische Befund könnte lauten, Deutschland ist der Sache nach kein Bundesstaat mehr. Die Gliederung des Bundes in Länder ist zwar auf der Landkarte noch sichtbar, auch haben die Länder noch eigene Haushalte für ihre Verwaltungen und Gerichte. Die Bestandsaufnahme hat aber gezeigt, wie eng die Korridore sind. Und wir werden am Sonntag wieder erleben, dass eine Landtagswahl nur wahrgenommen wird als Testwahl für den Bund. Ja. Und das wird in Bremen so sein. Und das wird uns auch vorgehalten werden, obwohl wir selber überhaupt nicht diesen Landtag wählen. Ja. Aber wir müssen uns sozusagen das Ergebnis von Bremen vorhalten lassen als Testwahl auch für uns. Insofern ist es falsch, wenn der Höhepunkt eines Wahlabends sozusagen die abendliche Berliner Runde ist. Ja. Und Peter Michael Huber hat deshalb in seinem Festbeitrag zum Verfassungsjubiläum vor einer Woche völlig zutreffend davon gesprochen, Deutschland sei ein dezentralisierter Einheitsstaat. Kann und sollte sich das noch ändern? Nun, vielleicht wollen einige Länder gar nicht Länder sein,
es ist ja bezeichnend, wie häufig wir Bundesstaat sagen oder Eigenstaatlichkeit der Länder, dann aber immer nur an Bayern denken. Deshalb die Frage, was zu tun ist. Natürlich könnte man das Recht an die Wirklichkeit angleichen. Das ist wegen Artikel 79 Absatz 3 nicht ganz trivial. In der hier vertretenen Zuspitzung des Befunds wäre wahrscheinlich sogar eine neue Verfassung auf der Grundlage von Artikel 146 erforderlich. Aber das ist der falsche Weg. Wir brauchen Föderalismus, weil wir Freiheit brauchen und weil er klug ist. Ich möchte drei Wege weisen in aller Kürze zum Schluss. Erstens Finanzverfassung. Wenn die Diagnose stimmt, dass die Finanzströme im Bundesstaat und damit auch die Finanzverfassung bestimmenden Einfluss auf die Ansiedlung von politischen Entscheidungen haben, spricht alles für eine Abdichtung der Ebenen gegeneinander. Die Gemeinschaftsaufgaben sind zu entflechten. Der Bund muss jedenfalls für die Normallage daran gehindert werden, die Länder zu finanzieren. Das gilt gerade im Verhältnis zu den wirtschaftsstarken Ländern hier im Süden, auch in der Mitte Deutschlands und im Westen, die eigentlich das Geld des Bundes gar nicht brauchen. Umgekehrt müssen die Länder in gleicher Weise und im gleichen Maße wie der Bund über ihre Einnahmen befinden können. Sie dürfen nicht länger Kostgänger des Bundes sein. Dazu bedarf es einer Regionalisierung weiterer Steuern, also etwa Ländertarife oder landesrechtliche Zu- und Abschläge auf Standardsteuersätze aus dem Bundesrecht. Zweitens muss der Bund verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch machen, den Ländern Abweichungen von bundesgesetzlichen Regelungen zu gestatten. Das Grundgesetz sieht solche Abweichungskompetenzen nur in Artikel 72 Absatz 3 vor, ein bisschen im Bereich der Verwaltungskompetenzen. Die dort geregelten Gebiete sind aber bisher peripher. Hier könnte also eine Ergänzung helfen. Noch besser wäre eine Durchforstung der Bundesgesetzgebungskompetenzen insgesamt, Artikel 73, Artikel 74 und die genannte Streichung der Gemeinschaftsaufgaben. Die Länder müssen ihre Staatlichkeit aber auch wieder wollen. Und deswegen dritter und letzter Punkt, Aktivierung der Länder. Diese Aktivierung der Länder kann nicht ansetzen bei den Landesregierungen. Die Gründe habe ich vorhin genannt. Der Weg für die Aktivierung der Länder kann nur über die Landtage führen. Helfen können freilich die Juristen. Und zwar insbesondere die Juristen in den Landesverfassungsgerichten. Denn eine Reparlamentarisierung der Länder könnte genau mit den Argumenten gelingen, mit denen das Bundesverfassungsgericht den Deutschen Bundestag im Verhältnis zur Bundesregierung bei deren auswärtigem Handeln gestärkt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Grundgesetz das Gebot entnommen einer parlamentarischen Kontrolle der Integration, des Integrationshandelns der Bundesregierung auf europäischer Ebene. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundestag die Kompetenz zur Mitsprache beim Einsatz der Bundeswehr out of area zuerkannt. Wenn also auch das auswärtige Regierungshandeln im Bund parlamentsgebunden und rückgebunden ist, warum soll nicht das Gleiche gelten für das Handeln der Mitglieder der Landesregierungen auf Bundesebene, insbesondere im Deutschen Bundestag? Wenn ein Landesverfassungsgericht gestützt auf das Konzept der Gewaltenteilung, das dem Grundgesetz zugrunde liegt und übertragen über die Homogenitätsklausel in Artikel 28 Absatz 1 des Grundgesetzes den Landtagen ein Mitspracherecht gibt bei der Beteiligung der Landesregierungen auf der Gesetzgebung im Bund, dann wäre dies ein Vorbild, das weit über Deutschland hinaus leuchten könnte. Wir würden besser vorbereitet sein auf die Eigenstaatlichkeit der Länder, die das Grundgesetz fordert. Und dann wäre, Fazit, Deutschland sicher wieder eine Bundesrepublik. Vielen Dank.